Ich habe heute mitgebracht William Paul Young, Ein Wochenende mit Gott, Die Hütte. Eine Geschichte, die von einem Vater erzählt, dem das Schlimmste letztendlich passiert, was einem Vater passieren kann, nämlich seine jüngste Tochter wird entführt und er weiß eigentlich, dass sie tot ist. Alan oder Mac, wie er sich selber nennt, zweifelt letztendlich, ob diesem Schicksalsschlag und ob seinem gesamten Leben an Gott. Und dann bekommt er einen Brief. Ein Brief, der ist unterzeichnet mit: Wenn du wissen willst, was mit deiner Tochter passiert ist, dann komm zur Hütte, Papa. Papa ist die Bezeichnung, die seine Frau für Gott verwendet. Und er erzählt nur seinem besten Kumpel Willi davon, weil er dessen Wagen braucht und fährt tatsächlich, als seine Frau und seine Kinder nicht zu Hause sind, raus zu dieser Hütte bei Eis und Schnee, um dort die Antworten zu finden, die er sucht. Zunächst ist die Hütte, wie sie war, verfallen. Das Blut ist noch sichtbar auf dem Boden, wo man es gefunden hat. Und auf seinen Rufen hin erhält er auch eigentlich keine Antwort. Und er denkt sich nur, du bist doch völlig verrückt, was willst du hier eigentlich? Und macht sich auf den Rückweg. Und dann kommt der Punkt, wo diese Geschichte eine völlig andere Wendung nimmt. Denn plötzlich grünt es um ihn. Es ist, als ob er beschreibt das, als ob man ein Heizgebläse an die Natur gehalten hätte. Alles wird grün, es tauchen Tiere auf, es riecht nach Blumenduft. Und er dreht sich um, wie so ein bisschen wie von der Magie gezogen. Und dann sieht er die Hütte, wie sie irgendwann mal gewesen sein muss. Nämlich als stabiles, schönes Blockhaus, einladend, ein weißer Zaun drumherum. Und halt eben erhält die Aufforderung, dorthin zu kommen. Und er begegnet dort dann drei Personen, die alle letztendlich Gott sind, also drei in einem, wenn man so möchte. Und die möchten ihm helfen, einen Weg der Heilung zu finden. Jesus als Zimmermann, Gott als afroamerikanische Frau und der Heilige Geist als eine asiatische Frau, die irgendwo nie so ganz fassbar wird, und zwar optisch nicht ganz fassbar wird. Das ist ein faszinierendes Triumvirat. Und wie auch Mac selber immer wieder davor in die Situation gebracht hat, dass er Dinge über sich selber erfährt, die dann seinen Heilungsprozess wieder einleiten. Ansonsten halt einfach, um eine schöne, spannende Geschichte zu lesen, die unheimlich viele Ebenen hat und einen letztendlich irgendwo doch sehr stark zum Nachdenken anregt.